Oh, droht da etwa Ungemach? Na, ich habe hier den Dow Jones mal aufgerufen. Der ist jetzt nicht ganz so dramatisch unterwegs. Klar, es geht ein bisschen nach unten hier aktuell. Wir sehen das hier am Rand des Charts, hier im 5-Minuten-Chart. Seit heute Mittag geht es da eher nach unten. Was mich mehr beunruhigt als diese Abwärtsbewegung, das kann nach so einem Anstieg auch eine einfache technische Reaktion sein. Das sollte noch nicht wirklich erschrecken. Aber das ist etwas, über das ich ja schon seit Tagen hier auch am Chart ein bisschen rede, nämlich die Zinspapiere, zum Beispiel die 10-jährige US Treasury Notes. Wir sehen das hier. Ich mache mal den Stundenchart ein bisschen größer. Nein, ich mache ihn erst noch mal klein. Ihr seht, ich bin super organisiert. Mach's so groß, mach's klein. Zur Verwirrung ist alles gut. Nein, nochmal der kurze Hinweis. Wir haben hier gebildet aus mehreren Marken, nämlich dem Zwischenhoch, was wir hier haben, der 38er Fibo-Marke des Anstiegs beispielsweise. Das auf langfristiger Tages- oder Wochensicht beispielsweise, aber auch im kleineren Bild hier, wenn wir uns das hier im Stundenchart angucken, das ist genau das gleiche Tief hier, mehr oder weniger. Wir haben eine gewisse Anzahl an Unterstützungen hier im Markt. Und das ist doch eine coole Geschichte. Da sollten wir uns doch drüber freuen und überhaupt nicht drüber aufregen. Aber es gibt etwas, das ist nicht besonders gut, zumindest mal nicht aus Sicht, wer sich steigende Kurse hier in diesem Markt wünscht. Warum sollte man sich das wünschen? Steigende Kurse würden eine nachlassende Rendite bei den Zinspapieren eben mit sich bringen. Und einige achten da im Moment sehr intensiv und gebannt darauf, wie sich der Zinsmarkt hier entwickeln wird. Und wir hatten in der jüngeren Vergangenheit, gucken wir es uns nochmal an, ich weiß, ich habe das immer wieder erzählt, so Bewegungen, die wie eine ABC beispielsweise aussehen oder in einer scharfen Abwärtsbewegung irgendwie mehrfach wackeln. Hauptsache wackelig eben nach oben. Ihr seht, da scharfe Bewegung nach unten, dann entweder A, B, C. Ja, das gibt es auch in größerem Ausmaß. Das gibt es auch im kleineren Ausmaß. Ja, das spielt gar keine Rolle, aber ihr seht das Muster. Und auch hier haben wir wieder eine scharfe Abwärtsbewegung. Und jetzt entscheidet ihr, ist das auch wieder nur so ein Hin- und Hergewackel? Im Moment würde ich sagen, das ist der gleiche Krempel. Ich hätte jetzt fast ein doofes Wort verwendet hier. Genau das Gleiche, das, was wir hier die ganze Zeit schon hatten. Und das ist eben nicht das Zeichen für Stärke, sondern ist das Zeichen, dass die Abwärtsseite immer noch die starke ist und die Aufwärtsseite sich sehr mühsam hier verhält. So, wie geht es jetzt weiter? Kann man davon ausgehen, dass der Kurs jetzt auf jeden Fall nach unten geht? So würde ich das nicht sagen. Für uns zählt in so einem Fall dann immer, geht der Kurs nochmal so durch das letzte Tief. Also wenn wir hier sehen, die Hochs sind alle gleich hoch, da kann man sicherlich sagen, dieses Tief hier beispielsweise oder nimmt man das hoch und dieses hier, dann dieses hier, das ist quasi die gleiche Höhe. Das heißt, wenn der Kurs hier durch diese Marke fällt, guckt euch das selber mal an. Das ist ein typisches Verhaltensmuster. Wenn der Kurs durch solche Zwischentiefs geht, dann geht es erstmal weiter. Und eine Orientierung ist die Richtung zumindest mal, dass die dann so nochmal aufgenommen wird, dass wir das, was wir da haben, hier die Richtung nochmal geht. Über die Weite können wir vielleicht noch gar nicht mal unbedingt was sagen. Die 1-zu-1-Projektion kann man nicht 1-zu-1 hier anwenden. Ja, was für ein Wortspiel. Denn wir wissen nicht, welche Nummer, welche ist das die erste Welle, ist das die zweite, das wissen wir im Zweifelsfall hier nicht, aber zumindest mal eine Fortsetzung. Ihr könnt euch vorstellen, wenn es hier eine Fortsetzung dieser Bewegungsrichtung gibt, dann durchstoßen wir, na, das müssen wir jetzt nochmal richtig schön machen, dann durchstoßen wir diese Tiefs. Und wenn wir diese Tiefs durchstoßen, durchstoßen wir automatisch auch diese langfristigen Tiefs. Das heißt, das, was uns im Moment ein bisschen Unterstützung gibt, wäre dann gebrochen. Aber macht so eine Überlegung tatsächlich sinnvoll sein? Das ist die Frage, die sich viele stellen, denn wir wissen doch, das ist doch eh alles Tinnefeder mit seiner Charttechnik, wenn die Notenbanken kaufen, kaufen sie. Ja, das ist schon richtig, aber wenn sie sich stark gegen den Markt stellen müssen, weil der Markt einfach sagt, naja, die Unterstützung fällt und ich bin jetzt so langsam aber sicher dann auch gezwungen, dann vielleicht da zu reagieren und man stellt sich dann auf die Short-Seite und dann muss die Notenbank umso mehr Aktivismus zeigen. Und das wird die Aufwärtsbewegung unter Umständen bremsen oder vielleicht sogar gar nicht vorläufig erstmal in dem vollen Maße möglich machen. Wenn das so einfach wäre, dann müsste man sich die Frage stellen, ja, warum hat es denn hier nicht schon geklappt? Warum hat hier nicht der Markt schon gesagt, ja, dann kaufen wir, weil doch die Notenbanken haben doch theoretisch angekündigt, dass sie ja zumindest mal ein bisschen gewillt wären, da ein Auge drauf zu werfen. Das hat den Markt aktuell noch nicht überzeugt. Wir sehen das hier in dem kleinen Bild. Bitte jetzt nicht am 5-Minuten-Chart festmachen. Sondern das sieht natürlich hier genauso aus.
wenn man sich das hier anguckt. Und das hat schon zigmal funktioniert. Also Ungemach von der Seite. Weiter fallende Kurse würden bedeuten, dass die Zinsrenditen weiter steigen. Zinsrenditen, die steigen, sind nicht ideal für die Edelmetalle, weil die Edelmetalle natürlich extrem gar nicht verzinst werden. Das heißt, viele Marktteilnehmer dann sagen, ja, muss ich da jetzt schon einsteigen? Vielleicht ist das auch genau das, was der Markt hier noch braucht. Denn wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass eigentlich Silber mit dieser Aufwärtsbewegung noch nicht gezeigt hat, dass die Marktteilnehmer Bock drauf haben und jetzt einkaufen wollen. Im Gegenteil, das ist ein ziemlich schwaches Bild, weshalb ich es für sehr realistisch halte, dass wir irgendwie nochmal hier runterkommen. Das muss jetzt nicht so weit, wie ich es gezeichnet habe, aber in die Nähe dieser Tiefs, also irgendwo in den 21er-Bereich, würde mich alles andere als wundern. Und wenn das am Zinsmarkt tatsächlich so kommt, würde hier das mehr oder weniger perfekt ineinander passen. Also ihr seht, die Welt ist miteinander verbunden. Es macht Spaß, immer wieder drauf zu gucken, auch gerne mit fundamental mit zu argumentieren, aber eben auch zu gucken, was machen denn die Marktteilnehmer tatsächlich. Es nützt ja nichts, wenn man zwar die richtige Idee hat und den Zusammenhang erkennt, solange die Marktteilnehmer nicht mitmachen in dem Maße, ist das noch alles andere als eine schicke Geschichte. Und wir sehen, dass zum Beispiel bei Silber aktuell die Marktteilnehmer noch nicht wirklich Bock haben. Wer sich nicht mehr sicher ist, wie Bock aussieht, so sieht das aus, wenn jemand Lust hat zu kaufen beispielsweise. Oder von mir aus auch dieses Teilstück hier. Aber das, was wir hier haben, vergleicht einfach sowas, vergleicht das mit sowas und überlegt euch, wo war die Stimmung besser. Und dann hat man schon eine Idee, okay, wenn die starke Seite die Abwärtsseite ist, dass die Chancen nach unten durchaus weiterhin noch gegeben sind. So, das ist kein Versprechen, aber es ist zumindest mal ein Hingucker, worauf man darauf achten sollte. Ich will es jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Wenn ihr Spaß an solchen Geschichten habt, meldet euch an bei Born for Trading. Es kann nicht schaden. Und dort sprechen wir über viele solche Beispiele, bringen dann unsere Trading-Ideen damit rein. Wer da auch was Konkretes in schriftlicher Form mal haben will, hier im Trade des Tages, sollte sich unbedingt dazu ebenfalls anmelden. Es kann nicht schaden. In diesem Sinne, euch alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.